Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause hier in meinem Arbeitszimmer. In der letzten Zeit habe ich mich mit der zweiten Suite in D-Moll von Max Reger beschäftigt. Ja, in diesen Zeiten von Corona, von der Corona-Pandemie, da überlegt man sich ja, was man vielleicht für Stücke neu kennenlernt, neu übt. Und am idealsten ist es natürlich, wenn man Stücke hat, Stücke übt, die schon alles beinhalten, also wo man keine Begleitung mehr braucht, kein Klavier oder keine anderen Kammermusikpartner, sondern allein das Cello bietet schon die komplette Musik. Und da habe ich mir jetzt eben diese Reger-Suite ausgesucht. Ja, noch ein Wort vielleicht eben auch zu dieser speziellen Situation. Vor mehr als 30 Jahren, als ich in Hannover studiert habe, da habe ich parallel auch bei dem Radiophilharmonie in Hannover beim NDR Aushilfe gemacht. Und ich fand es immer sehr befremdlich, wenn man da im leeren Saal Musik gemacht hat, nur vor Mikrofonen. Es hat mir nicht so gut gefallen, ehrlich gesagt. Ich habe es lieber, wenn das Publikum wirklich anwesend ist und ein Austausch zwischen Publikum und ausübenden Künstler ist. Jetzt zurzeit geht das halt nicht und da bin ich dann doch froh, dass es die Möglichkeit der Mikrofone und Kameras gibt, sodass ich über diese Möglichkeit mit Ihnen in Kontakt treten kann und Ihnen Musik präsentieren kann. Nun also die Suite von Max Reger. Reger hat diese drei Suiten des Opus 131c 1914 in seiner Meininger Zeit komponiert und die zweite Suite ist dem Cellisten Hugo Becker gewidmet, der dann auch in Berlin an der Musikhochschule unterrichtet hat, wo ich dann später auch noch studieren durfte. Reger war ein großer Bach-Verehrer und muss auch ein sehr guter Bach-Interpret gewesen sein. Die Münchner Allgemeine Zeitung schrieb 1905 nach einem Konzert einmal: Wem die Bachsche Musik ein Buch mit sieben Siegeln ist, der gehe hin und höre Max Reger Bach spielen. Ja, also diese Bach-Begeisterung, die habe ich natürlich auch. Und jetzt habe ich mich mit dieser Reger-Suite beschäftigt und man merkt dieser Suite, finde ich, diese Bach-Begeisterung auch an. Er wählt schon allein den Titel Suite, ähnlich wie es Bach gemacht hat. Suite ist eine Bezeichnung im Barock für eine Abfolge von Tanzsätzen. Und der zweite Satz zum Beispiel ist eine Gavotte, der vierte Satz eine Gigue, also beides barocke Tanzsätze. Nichtsdestotrotz hat, wie ich finde, Reger trotzdem eine eigene Tonsprache, Harmonik entwickelt in seiner Art und so ist dann auch ein wirklich ganz anderes Werk entstanden. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Ja, ziehe mich jetzt noch um in Konzertkleidung und dann sehen wir uns einen Stock höher, wo ein größerer Raum ist. Und dann, ja, werde ich Ihnen dieses Werk präsentieren. Thank you.
Thank you.